Das Wasser noch spiegelglatt, die Baumwipfel ruhig und windlos. Die Ruhe vor dem Sturm, bevor es morgen zur Sache geht, hier am Stubenbergsee in 2023. Lasst uns euch mitnehmen auf diese Reise, denn Triathlon ist mehr als nur ein Sport. Triathlon ist diese Reise durch die Tiefen und Höhen aller menschlichen Emotionen. Euer Reiseleiter Alexander Rigreve scharrt bereits in den Startlöchern, ist herausgeputzt, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Und es wird ein Triathlonfest hier beim Omnibiotik Apfelland Triathlon 2023. Es ist soweit. Der Race morgen ist gekommen, hier beim Omnibiotik Apfelland Triathlon 2023. Das Wasser ist noch ruhig, doch der Sturm braut sich bereits zusammen und die wilde See nimmt Fahrt auf. Die Carbspeicher sind geloadet, die Mäntel auf 8,5 Bar aufgepumpt und euer Re-Captain Alexander Rigreve ist bereit, euch mitzunehmen auf eine Triathlonreise sondergleichen. Willkommen am Stubenbergsee 2023. Ein Wettkampf steht für Wachstum und Verwirklichung. Der Triathlonsport lehrt uns vor allem eines, dass es eine transformierende Reise ist, die uns wahre Größe zeigt. Und wir finden dadurch die innere Stärke, um unsere wahre Essenz zu entdecken. Steigt ein und begebt euch auf dieses Re-Abenteuer. Wir nehmen euch mit. Re-Work. Der letzte Feinschliff, noch einmal alles checken, noch einmal durchgehen, wo ist überhaupt mein Rad? Weil in einer Wechselzone, die so groß ist, mit so vielen Startern, ist das gar nicht so leicht zu finden. Man muss sich dann oft Punkte suchen, einen Baum oder eine pinke Flasche, damit man sich einfach hilft, das Rad schnell zu finden. Weil es ist schon oft vorgekommen, dass die Athleten das Rad lange suchen, das kostet natürlich Zeit oder überhaupt das Falsche nehmen. Vielleicht das Schönere, man weiß es nicht. Triathlon unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe wie beim Schwimmen, so auch beim Radfahren und beim Laufen. Gib uns unsere tägliche Trainingseinheit heute und vergib uns unsere Müdigkeit, wie auch wir vergeben denen, die uns im Wettkampf überholen. Führe uns nicht in Versuchung, zu schnell zu starten oder unsere Kräfte falsch einzuteilen. Und erlöse uns von den Schwächen, von den Verletzungen. Denn dein ist das Ziel, die Kraft, die Ausdauer in Ewigkeit. Amen. Ja, ganz klar, bei so hohen Belastungen, da ist Denken überhaupt nicht mehr möglich. Da funktioniert nur noch der Körper durch Automatisierung. Deswegen muss man das sehr, sehr oft trainieren. Und das unterscheidet dann eigentlich den Amateur, den Anfänger zum Profi. Wie geht's dir? Ja, toll war das. War's super? Bin fast so geschwommen wie du. sehr gut. Sehr, ja, schön, gemütlich hinsetzen. Der Schwimmsack kommt dann danach vor. Rad finden, sehr, sehr gut. Alles reinhauen, das Visier nicht vergessen. Aber das war ein schneller Wechsel. Geht, jawohl. Und hier
haben wir unseren Rework Rookie des Tages. Sein erstes Ausdauer-Event, sein erster Triathlon. Das erste Mal überhaupt den Körper über länger als 5 Minuten quälen. Da ist er! Jawohl! Er denkt, das Schwimmen war ein bisschen sein Rückstand, aber das mag doch überhaupt nichts heißen. Jetzt heißt es einfach volle Konzentration, durchatmen, chillen. Wie war es bis jetzt? Sehr geil. Ja? Kann ich jedem empfehlen, unbedingt einmal ausprobieren. Ganz was anderes als im Training. Was ganz anderes als im Training? Ja, ja. Nona, nett. Die Musik beim Pushen und überhaupt. Die Frage ist jetzt, wie ist die Taktik am Radl als Rookie? Wie geht es an, dass du chillig durchkommst? Dadurch, dass ich mit dem Alex Klagenfurt geplant habe im Training, einfach locker jetzt rein. Gut verpflegen und auf den Körper hören, nicht auf den Tacho schauen. Jawohl, er hat was gelernt, er hat die Rework-Mentalität begriffen. Vor allem, er kann sich da nach dem Schwimmbewerb immer noch chillig mit uns unterhalten. Du hast meinen allergrößten Respekt. Und jetzt einfach genießen, 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 genießen. Und dann, mit was für Gedanken gehst du auf die Strecke? Ja, richtig Lust jetzt da, zu schauen, was drin ist nach dem Tapern und nach dem Aufladen jetzt die letzten Tage. Jawohl, danke dir für den Spirit, das freut uns, mein Herz geht auf. Und ich würde sagen, genießen und du wirst uns noch einige Mal auf der Strecke sehen. Let's go! Ja, lange schon. Rework! Alright, wir haben es fast geschafft. Fast alle Leute sind aus der Schwimm-Area raus in der Wechselzone. Wir haben unsere vorletzte Schwimmerin, eines noch im Wasser. Alex Gref und ich sind mehr durch wahrscheinlich als die Athleten. Wir haben jetzt schon alles gegeben. Aber es geht jetzt erst richtig los. Jetzt geht's los. Auf jetzt der wahrscheinlich brütend heißen Radstrecke geht's zur Sache. Aber es ist ein geiler Bewerb. Der Spirit is real, oder? Yes. Wie hast du es bis jetzt wahrgenommen? Ja, der Spirit is real. Ich habe ständig eine Gänsehaut. Ich fühle es richtig. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch mal kurz frisch und werden richtig Gas geben auf der Radstrecke. Bis gleich. Und sehen euch gleich. Es geht richtig zur Sache, der Boden ist heiß und die Athleten auch. Wie stolz haben wir wieder die Athleten bis jetzt? Super stolz. Und wie stolz, stolz. Nun nähern wir uns der Konkurrenz, eigentlich dem führenden Anbieter neben Rework im Business. Wir haben die Burschen von Personal Peak da. Philipp, gerade noch Kollegen. Am Stand-Up-Paddleboard für Sicherheit gesorgt. Jetzt schon wieder da. Roman, servus, freut mich. Alles klar. Ah, wie geht's euch? Wie ist die Einschätzung von zwei anderen Profis am Streckenrand und die 360-Grad-View vom Wasser aus? Ja, am Wasser ist es richtig cool, muss man sagen. Man entdeckt ja den einen oder anderen Athleten, den man betreut, und man kann uns schon ein paar nette Worte mal reinrufen. Coaching am Wasser sozusagen. Ja. Man verpasst halt das Raussteigen aus dem Wasser, aber ja. Ich würde es empfehlen. Wir haben das selber erlebt, wir haben hier diese geilen Medienpässe und du kannst in der Wechselzone noch den Leuten Tipps geben, in irgendwas reichen und Laktaten essen. Ja, das gehört dazu, oder? Gehört dazu. Also so genau kontrollieren wir unsere Athleten und nicht, dass wir jetzt sagen, stopp, wir müssen jetzt messen. Du, wir haben schon 8 Millimol beim Aufwärmen gemessen, also okay. Gutes Zeichen, oder? Ansonsten, wie ist eure Einschätzung jetzt beim Profistand dabei? Unabhängig von euren Athleten jetzt einmal. Ich habe es jetzt gerade durchgeschaut. Da vorne ist, glaube ich, eine Dreiergruppe mit Hub Daum. Enzenberg, oder zu zweit sind sie, wenn ich jetzt nicht täusche. Wird recht spannend. Also ja. Der Georg richtig stark drauf. Also. Wird spannend. Wird spannend. Die erste Dame ist auch schon in den Top 6. Top 7, genau. Ja. Rebecca Robisch. Also. Die Leistungen sind absurd. Dann die letzte Frage bei euren Hobby. Athleten. Was ist eigentlich die Taktik, die am besten durchzupeitschen? Zeiten durchsagen, einfach motivieren, Spaß und Freude. Also was ist da das Ja, oft einbremsen. Einbremsen, jawohl. Einbremsen, vor allem bei der Strecke. Das ist ja
Rad, vor allem bei den Anstiegen, nicht zu sehr abschießen, ein bisschen zurückhalten und dann am Laufen gut rüberbringen. Dann rüberbringen, alles klar. Cool, danke euch Burschen. Wir haben eure Athleten, sind auch gut unterwegs. Passt alles. Geht dahin, schauen wir, was am Ende dabei rausschaut und wir sehen uns später. Wichtig ist der Spaß. Jawohl. Das geht schon, was für ein Schritt. Die warten schon, sind schon nervös. Harnabnahme wird strengstens kontrolliert. Sehr gut, sehr gut. Wir sind immer für einen sauberen Sport. Respekt, Respekt. Ein Statement in einem Satz. Wie war's? Was ist abgegangen? Das Laktat. Eine Laktatabnahme. Nicht so nahe kommen, weil sonst wissen wir gleich einmal, wie viel Laktat du hast. Das wollen wir ja nicht. Immer ein schönes Geheimnis. Wie war's? Erzähl uns das kurz in ein, zwei Sätzen. Ja, es war hart und ich bin unzufrieden. Ganz klar, ganz klar. Wir wissen, aus der Unzufriedenheit entsteht meistens etwas Positives, aus dem Schlechten entsteht meistens was Gutes. Aber immer irgendwie abwiegen am Ende des Tages. Ich denke trotzdem, du hast eine wahnsinnige Leistung hinter dich gebracht. Das Laufen hat super ausgeschaut. Und ich nehme an, du hast sicherlich noch einiges vor heuer und das wird auch ein guter Aufbau sein dementsprechend. Stimmt, ja. Es war mein erstes Rennen und ich hoffe, es geht jetzt langsam aufwärts. Ja, ich habe leider aber vor zwei Wochen einen ziemlich ein Virus gehabt. Ich habe zwei Wochen gar nichts trainiert. Okay. Also von dem her war es heute eigentlich eine Überraschung. Aber definitiv. Gratuliere dir. Danke, geil. Danke. Du schaust gut aus. Das kann nur der Gewinner sein mit so einer Ausstrahlung. Kurz einmal nicht so nah rankommen, das ist ein Laktatmessgerät. Sonst wissen wir gleich einmal, wie viel Laktat du hast. Keine Sorge, das ist unser Mikro. Kurz in zwei Sätzen, was ist dir abgegangen? Wie hast du dich gefühlt? Gratulation zu deiner Leistung. Das hat mega ausgeschaut. Allein schon das Laufen. Hut ab. Man könnte glauben, du hast eigentlich nur laufen. Bist du eigentlich... Hast du gefinisht? Ja? Super, kurz zwei, drei Sätze. Ja, vielen Dank. War natürlich mega geil und gerade natürlich auf der Laufstrecke durch den Support, auch durch dich. War es natürlich umso cooler, wenn man hier nach vorne gepusht wird und dann, ich bin mega happy. Das kannst du definitiv. Gratuliere dir zu deiner Leistung. Okay. Bis bald, wir werden sicherlich noch viel von ihm sehen. Bitte.
tell uns deine Story, was du erlebt hast. Geiles Schwimmen. Das Schwimmen ist das, was zählt. Das wusste ich auch schon immer, definitiv. Sebi, du bist eigentlich mit der zweiten Gruppe oder eigentlich mit der Spitze, kann man sagen, mitgefahren mit Michael Weiß, ja, mit keinem geringeren. Das hat gut ausgeschaut. Ja. Vor allem die Aerodynamik beim Sebi, der Körperbau, unglaublich. Ja. Da kann man so viel treten, wie man will, das geht einfach nicht. Ja. Was ist dir? Wie war's? Eine Zeitstrafe leider. Fuck it, würde ich einmal sagen. Fuck it, wir ziehen die ab und wir feiern dich trotzdem. Ja, danke. War gleich das Rennen meines Lebens bisher. Also saugeile, perfekte Bedingungen, Schwimmen gut gefühlt, Rad die ganze Zeit gut gefühlt. Dann in der letzten Runde, also vor der letzten Runde schon am Enzenberg aufgefahren, dann ging es um einen Staatsmeistertitel. War es wirklich nur Taktik, einfach eigentlich nur mehr Eier schaukeln. In der letzten Runde, die ersten drei Runden waren wirklich, wirklich hart. Jeder Berg weit über 400 Watt. Und dann war es wirklich, also ich hatte glaube ich 325 normale Score, das war schon brutal. Ein gebürtiger Steirer, man sieht es ihm an, das Kernöl, er hat kein Blut in sich, sondern das wahre Kernöl. Wie geht's dir, wie fühlst du dich, was geht ab? Fast gebürtig eigentlich, Kärntner. Fast gebürtig, ja. Aber wir nehmen beides, Kärntner und Wahlsteirer. Ja, aber mit dem Verein, mit dem Steirer Verein muss man dann schon fast sagen, wir nehmen beides. Beides sind geile Länder, Kärnten und Steiermark. Wir sind ja sowieso alle eine große Gemeinschaft, wir halten zusammen. Genau. Super, wie ist dir gegangen? Schwimmen. Relativ zufrieden, nicht ganz das, was geht. Ja. Am Rad, total unrhythmische Gruppe gehabt. Ja. Aber laufen war ich super zufrieden. Also wirklich. Ja. Ja. Hat auch gut ausgeschaut, also wirklich. Hat sehr stabil ausgeschaut. Ich bin noch in drei Wochen Klagenfurt. Ah, geil. Und da sind wir auch vor Ort. Da wird es dann wirklich zur Sache gehen. Ja. Geil. Wir sehen uns. Wir haben vor uns die drittplatzierte Rebecca. Gratuliere mal vorab. Die Leistung war enorm. Auch dein Laufschritt, dein Körper ist richtig ästhetisch, muss man ehrlich sagen. Du trainierst sehr viel und das hat man auch gesehen von Anfang an. Was war los? Was hast du erlebt? Tiefen oder auch nur Höhen? Wie ist dir in ein, zwei Sätzen in dem Wettkampf gegangen? Es war ein super gutes Rennen für mich. Es war meine allererste Mitteldistanz. Ich habe noch nie eine gemacht. Von daher wusste ich gar nicht, wie es wird. Ich muss beim Laufen ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nicht wusste, wie schnell ich durchlaufen kann, weil das Radfahren schon sehr anstrengend war für mich. Aber ich bin happy. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr gut. Ja, ich würde vorschlagen, nach getaner Arbeit lassen wir uns jetzt richtig feiern und kommt mit im VIP-Bereich Rework. Nun gut, wir sitzen hier beim VIP-Bereich mit einer der treibenden Kräfte hinter diesen ganzen Veranstaltungen, Simone Kumhofer. Die erste wichtigste Frage, wie hoch ist dein Laktat mitten in diesem Race-Geschehen? Ja, minimal. Also ich bin echt total entspannt, tiefenentspannt. Das Team macht einen mega Job. Okay. Und insofern kann ich hier mit euch ganz entspannt sitzen. Angenehm, angenehm. Ja. Ihr habt euch ja wirklich da oder für uns eine wirkliche Area of Peace eingerichtet. Ja. Gut versorgt, Getränke, man fühlt sich fast überhaupt nicht schuldig, während die Athleten auf der Strecke abgehen. Ihr seid ja doch irgendwie die treibenden Kräfte, dass das überhaupt hier alles zustande gekommen ist. Ist man nicht trotzdem nervös? Oh, klappt das alles? Ja. Man will noch wachsen über die Jahre, man hat weiß Gott was für Pläne, oder? Doch, total. Also keine Frage. Vor allem das Wichtigste für mich persönlich ist, dass alle safe im Ziel sind. Also keine Unfälle, keine Verletzten, das ist wirklich das Wichtigste, dass alle ein schönes Erlebnis auch haben, so wie du sagst, nicht verbissen, sondern echt das Leben und genießen können. Wir haben eine Mega-Location. Natürlich ist es für uns wichtig, dass wir wachsen und dass wir da auch eine gewisse Präsenz als Marke haben. Aber ich glaube, das haben wir eh perfekt umgesetzt, würde ich mal sagen. Und der Wachstum, das ist natürlich dann die Qualität und auch eben der zufriedene Athlet. Wir sind heuer schon mal wirklich next level, also einfach auch, jetzt ist das Ganze sehr professionell, es kostet unfassbar viel Manpower, das so auf die Beine zu stellen und ich glaube, wir sind damit mal zufrieden und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir wollen noch mehr und noch höher und weiter, sondern mal sagen, okay, jetzt dieses Niveau, das wir haben, wir sind ja auch begrenzt mit bestimmten infrastrukturellen Dingen wie Beherbergung, also Hotels, Gastronomie, rund um den See gibt es nicht so viel und das ist natürlich aber auch entscheidend, das macht die Qualität ja auch aus, das ist das Erlebnis Triathlon
Und da muss man dann auch am Boden bleiben und sagen, okay, so wie es jetzt ist, sind wir mega happy. Wir waren ausverkauft auf den meisten Distanzen. Und das ist natürlich auch ein Platzproblem, sagen wir mal so. Wechselzone hat nur bestimmte Wechselplätze. Ja. Und dann möchten wir jetzt auch mal sagen, okay, das so alles setteln, dass alle happy sind. Und dann kommen wir weiter. Das war der Omnibiotik Apfel am 2023. Ein wahrer Höhlenritt, nicht nur für uns, sondern für alle Athleten. Und es hilft mir noch die pure Apfel und hier im Stubenberg sehen. Die Leute sind wie der Phönix aus der Asche vorgestiegen, neu geboren und voller Energie für weitere Abenteuer. Bleibt uns treu, wir bleiben euch treu. We work.